Meine Rezension wurde beanstandet und gelöscht, da sie negativ war. Doch meine kritische Bewertung basiert keineswegs auf Irrationalität. Diesem Trend folgen nun viele Unternehmen. Schlechte Bewertungen werden gemeldet und gelöscht. Manchmal ergibt eine schlechte Bewertung Sinn, manchmal auch nicht. Doch eine negative Bewertung zu melden, nur weil sie negativ ist, ergibt leider keinen Sinn. Warum also nicht jedem Unternehmen immer 5 von 5 Sterne geben? Dann wäre jedes Unternehmen stets als gut und perfekt bewertet. Und alles wäre supi-dupi. Genau, 4-Sterne-Bewertungen sollten daher generell von jedem überall gemeldet werden. Weder wurde ich gefragt, noch hat man mir Zeit gelassen, diese Rezension zu bearbeiten. Ich habe lange tief in mich hineinreflektiert, um die passenden Worte für meine Bewertung zu wählen. Die Frage lautet daher: Wird meine Bewertung durch Doxing seriöser? Aus Sicherheitsgründen habe ich ein Backup der Rezension erstellt. Sicherheitshalber werde ich einige Videos darüber machen und mir redundanten Kopien erstellen, damit diese nicht versehentlich verschwinden. Verschwinden. Möglicherweise bewerten auch Familienangehörige das Unternehmen positiv. Zählt das nicht als Vetternwirtschaft? Aus Vorsicht habe ich das auch gemeldet. Es geht darum, dass ich bei einem, also erstmal dazu, dass ich habe die Rezension verfasst und die ist gelöscht worden, genau. Und in AI habe ich den Text ein bisschen umformulieren lassen, damit es schlauer klingt. Paint benutze ich, weil mir das ein Kollege empfohlen hat, deswegen hier, genau, mache ich gerade so, ne? Und ja, was wollte ich da sagen? Und zwar geht es darum, dass ich von meinem 15. bis zum 18. Lebensjahr bei diesem Unternehmen angestellt war. In einer Art Ausbildung, in einem Handwerksbetrieb. Ich kann schon mal so viel sagen, es war kein Maurerhandwerk und auch nicht Dachdecker. Ich war kein Elektriker, kein Fliesenleger. Ich war nicht für Trockenbau zuständig, so wie diverse andere Sachen, aber Rohre kamen drin vor. So viel möchte ich schon mal dazu sagen. Und der Betrieb ist von meinem derzeitigen und damaligen Wohnort 100 Kilometer im Umkreis. Das sollte die Wahl einschränken. Es ist definitiv nicht der größte Betrieb in der Stadt, in der ich lebe, aber vermutlich auch nicht der kleinste. Ich vermute, wir befinden uns im Bereich zwischen klein und mittelgroß. So viel Informationen zu dem Betrieb selbst. Dann gilt dem zu sagen, ich weiß noch ganz genau, dass ich im Winter immer mit kurzer Hose gekommen bin in den Betrieb. Ich habe öfters nach Arbeitskleidung gefragt und es gab nie Arbeitskleidung. Und nachdem sich das dann rumgesprochen hatte, dass ich eben halt der Lehrbuhr die ganze Zeit sich einen abfriert im Winter, war auf einmal die Arbeitskleidung zufälligerweise später da. Das ist ein seltsamer Zufall. Aber das war ein Ding. Das andere Ding war auch, man muss hier ein bisschen weiter ausholen. Ich habe in der Schule ein bisschen zu hart gechillt und mein Leben nicht auf die Reihe bekommen und deswegen hatte ich keinen Quali. Hier ist ein bisschen Self-Doxing erforderlich. Manchmal muss man sich ein Bein abhacken, um dem Gegner praktisch auch zwei Beine abzuhacken. Ne? Und während ich nicht komplettes Doxing des Betriebes preisgebe, gebe ich Informationen von mir preis im Austausch dafür, dass der Betrieb ihm halt merkt, dass er nicht mit seiner diktatorischen Scheiße da durchkommt. Ne? Und was gibt es dann noch zu sagen? Dazu gibt es noch zu sagen, dass, genau, das hat. Ich glaube, schon ein Dreiviertel des Jahres gedauert, bis ich meine Arbeitskleidung hatte. Ich bin auch vom EQJ ins erste Lehrjahr nochmal geschickt worden. Nicht, weil ich dumm war, sondern einfach, weil es kostengünstiger ist. Ne? Wir reden hier von 20 bis 30 €. So hat dieser Betrieb gedacht und gehandelt. Und so hat sich das natürlich dann auch auf die Arbeitsmoral und sämtliche Sachen anderweitig ausgewirkt. Es gab oft Tage, an denen konnte ich mit niemandem in Deutsch sprechen. Das wäre nicht weiter schlimm. Aber ich war in einer Ausbildung. Hier ist das primäre Ziel, dass man etwas lernt. Und natürlich gibt es nicht jeden Tag etwas zu lernen. Manchmal sind Tage nicht so lehrreich. Aber dass das Grundmittel, die Basis der Kommunikation nicht stimmt, ist schon hochgradig asozial. Dann kommt noch dazu, dass ein
Werkzeugkasten gab es per se nicht. Ne? Und am Tag zu meinem 18. Geburtstag, wo ich dann einen Blinddarmdurchbruch hatte, ist mir die Kündigung vorgesetzt worden, dass ich im Affekt dann kündige, was wir auch in der Berufsschule gelernt haben, dass man da aufpassen soll, dass das manche Betriebe machen. Und so ein Betrieb war auch mein Betrieb. Deswegen habe ich mich spaßeshalber letztes Jahr bei dem Betrieb beworben. Und spaßeshalber werde ich mich natürlich auch dieses Jahr bei dem Betrieb bewerben. Und während die, ich glaube, meine Rezension war circa 10 Jahre. 10 Jahre, okay? 10. Ne? 10 mal 3, 6, 5 Tage. Ne? 3650 Tage mal 24 Stunden. Hatte der Betrieb Zeit, seine Scheiße zu korrigieren. Hm? Ich bin froh, dass ich da weg bin, weil jeden Tag, wo ich länger geblieben wäre, wäre es nur beschissen ausgegangen. Mal abgesehen von den, nicht Gelenksverletzungen, aber allgemein die schädigende Arbeit an und für sich. Soll ich sagen, jede Arbeit hat ein gewisses Maß an Schädigung. Ne? Und es gibt Arbeiten und es gibt Arbeiten. Und ich habe durchaus ein paar Sachen durchprobiert und auch hier und da den einen oder anderen Job hinter mir und vielleicht auch noch vor mir. Aber der springende Punkt ist, ich weiß allgemein, wie es aussieht diesbezüglich. Und mich so in die Arbeitswelt zu introduce und einzuführen und dass man mich versucht so zu ficken, hat natürlich dann den Vorteil gehabt, dass ich, es bildet sich das Mindset, ficken lassen oder gefickt werden. Und das ist natürlich das, wenn man jemanden schon ins kalte Wasser schubst, dann dementsprechend ist die Person im Nachhinein auf der Hut. Und das ist mir bei dem Betrieb niemals in Vergessenheit geraten. Also wir haben erstes Mal die Arbeitskleidung, zweitens mal der Werkzeugkasten, der niemals erschienen ist. Drittens dann, genau, diese Kündigung, Effekt, nachdem ich meinen Blinddarmdurchbruch hatte. Und viertens dann allgemein eben halt nochmal jahrelang warten und nichts mit der Rezension machen. Das war damals noch, also letztes Jahr, vor ein, zwei Jahren, als es im Internet Bewertungen keinen Wert hatten. Jetzt ist auf einmal das Internet da. Wir schreiben das Jahr 2024. Auf einmal wissen Betriebe, was Bewertungen sind. Und seltsamerweise wurde meine Bewertung sofort gemeldet und Google hat zurzeit das Ding, dass sie prinzipiell erstmal alles löscht, ja, von jedem. Das ist jetzt nicht nur gegen mich, das ist halt einfach, weil Google überfordert ist, damit kaputt zu gehen. Ja. Und deswegen möchte ich da explizit das nochmal im Videoformat festhalten, dass dieser Betrieb scheiße und asozial war. Und mal schauen, wie lange es dauert, bis mich der Betrieb meldet. Und mal schauen, wie lange es dauert, dass der Betrieb damit durchkommt, weil Google wieder beschäftigt damit ist, kaputt zu sein. Was ja auch YouTube ist und was dann auch wiederum Google ist. Ja. Und das ist soweit dann alles von der Seite, glaube ich. Genau, deswegen, I dare ya, I double dare ya. Ja, ich möchte sehen, was da rauskommt, bevor ich Wix krampen. Ja. Das YouTube-Thumbnail wird auf jeden Fall Ausschluss darüber geben, von was ich genau rede. Und die Kunst ist ja darauf anzuspielen, aber es nicht direkt anzuspielen, also direkt zu erwähnen. Und das ist auch so mein Plan. Ich würde sagen, ich habe mein Ziel damit erreicht. Deswegen fickt euch, ihr Bastarde. Was habt ihr davon, dass ihr auf mich hier diesbezüglich zukommt? Ah ja, noch lustige Anekdote. Diesen genau wichtigste Punkt war auch noch, ich habe vor circa 5 bis 7 Jahren dann von einer Person dann eine Karte gefunden und die habe ich zurückgebracht und der Finderlohn war gar nicht so, okay, ciao. Das war, wie soll ich sagen, das hat eigentlich so alles, wie soll ich sagen, diese ganzen 3 Jahre, wo ich da gearbeitet habe, zusammengefasst, so, okay, verpiss dich. Also, so ist der Betrieb aufgebaut, das ist keine Übertreibung und ich habe es mir hören lassen und sagen lassen, das ist immer das, ne? Viele Leute tun viel hinterm Ohr reden vom Chef oder vom Betrieb oder schon der Chef ist das größte Arschloch, aber ich habe es selbst erlebt und andere haben es gesagt und in Korrelation durch Empirik lässt sich daraus sagen, dass dieser Betrieb von Asozialität strotzt, das ist Tatsache. Sorry, und wenn euch das nicht gefällt, wie wäre es, wenn ihr mal weniger asoziale Wix-Krampen wert, ne? Deswegen wünsche ich euch unironisch, wie heißt es, Joachim Deutschland-mäßig, ne? Schlappe Drecksau, ich hoffe, es geht dir schlecht. So wünsche ich mir das für diesen Betrieb. Dieser Betrieb darf durchaus mal ein bisschen Scheiße fressen. Also nicht ein bisschen, damit mit bisschen meine ich natürlich sarkastisch gesprochen. Das darf ruhig ein finanzieller Untergang. Wir reden hier von, keine Ahnung. Das wär echt schlecht, wenn da, ja. ich gehe da nicht so weit, weil, man darf sich da nicht so weit äußern. Das wird ja heutzutage wird ja alles ernst genommen, was man sagt, ne? Und schon wird es als, was weiß ich, Mord, Drogen oder sowas interpretiert. Ich weiß bloß, es existiert Karma und früher oder später wird es zurückkommen auf euch. Und ich bin nicht die einzigste Person, die da durch muss. Es gab ein paar andere Personen, die da durch mussten. Ne? Manche Personen sind vor mir verschwunden, manche Personen noch nach mir. Und ich weiß einfach faktisch, dass da viel Bullshit passiert ist und dementsprechend
Ihr kriegt noch euer Zeug. Und das ist soweit alles, was ich dazu sagen wollte.